Willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Legends TOP Guide Video. Meine Freunde, ich hoffe, die 80. Season hat euch keine so großen Probleme bereitet. Wir befinden uns jetzt in der 81. Season und die Punkte, die ich aus der vorherigen mitgenommen habe, seht ihr einmal hier. 105,1 Millionen Punkte können sich sehen lassen. Hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich Platz 7018 eingenommen habe und natürlich auch 1000 CC bekommen habe. Das ist natürlich sehr schmackhaft und die nehme ich auf jeden Fall an, denn die wollen ausgegeben werden in naher Zukunft. So viel sei gesagt. Wir haben auf jeden Fall eine neue Season vor uns und ich würde es diesmal so tatsächlich gestalten, dass ich nicht auf Besonderheiten eingehe, euch nur kurz den Pfad zeige und dann die neuen Charaktere mal präsentiere, die wir in den letzten Wochen bekommen haben, weil das sind einige und die wollen wir einfach mal durchgehen und das machen wir jetzt auch im Anschluss, nachdem ich euch jetzt mal hier den Pfad gezeigt habe. Das ist der Pfad für die 81. Season des Turniers der Kraft. Ich hoffe, es ist für euch ganz gut erkenntlich und beziehungsweise verständlich. Wenn ihr dem folgt, dann denkt daran, auch gerne auszuweichen. Wenn es nicht anders geht, macht es gerne mal. Passiert mir auch manchmal. Deswegen schaut nicht davor zurück. Pausiert gerne das Video, schaut euch ihn an, folgt diesem gerne. Wir gehen jetzt nämlich direkt in die neuen Charaktere rein, weil es sind, wie gesagt, einige. Broly, die Superversion. Und er ist bei mir auf 7 Sterne rot. Und den gucken wir uns jetzt mal auf Senkai Stufe 7 in seinem ganzen Potenzial an. Er hat sehr, sehr hohe Stats. Er hat eine gute Ki-Regeneration, sehr vernünftig. Künstekarten machen extremen Schaden und hier seine Fähigkeiten haben folgendes drauf. Zufügter Schaden 50% ab, erlittener Schaden 20% down, Ki-Regenerationsgeschwindigkeit 70% ab. Bisschen wenig, aber okay, ist ein bisschen älter auch der Charakter. Bei Angriff mit Schlag- oder Fernangriffen hat er nochmal einen 25%igen Damage-Buff für einen Zug. Und bei Schlag- oder Fernangriffen selbst füllt er seine blaue Leistung 3%. Seine zweite Fähigkeit hat einen Deckungswechsel gegen Schlagangriffe und direkt nach allein eines Schlag- oder Fernangriffes selbst heilt er sich um 3%, also wenn er was bekommt, bis zu 3-mal. Und hat noch einen Damage-Buff für nicht eine Runde, einmalig, 25% ab und jedes Mal, wenn eigener Angriff einen Gegner kampfunfähig macht, was hin und wieder passieren kann, dann füllt er seine blaue Leiste um 15% und bufft diese auch nochmal. Er hat eine Sie-Fähigkeit für Schlag- und Fernangriffe, mächtiger Feind, Episode Kinoversion, Saga und wenn beides der zutreffend ist, auch nochmal Fernangriff, mächtiger Feind und Kinoversion, Saga um 18%, ansonsten 37% ist schon mal viel und er bufft Kinoversion, Saga, Element Blau. Alles in allem, vernünftiger Charakter. Wenn er mal in einem höheren Tier mit dabei ist, safe mitnehmen, sofort mit den reinpacken ins Kinoversion-Saga-Team. Ansonsten natürlich auch C-Tier-Charaktere können wir natürlich mitnehmen. Ansonsten, der Charakter, was soll ich sagen, der ist solide. Dann haben wir hier die Corrupted-Version von Fuse-Samas. Und ihn schauen wir uns ebenfalls einmal an. Natürlich, boah, ich bin gerade gar nicht dabei, was mache ich hier? 7 Sterne Rot, Senkai bufft, auch sehr hohe Stats, vernünftige Stats, noch eine höhere Ki-Regenerationsgeschwindigkeit als Broly. Er macht extreme als auch gigantischen Schaden. Und folgendes hat er drauf. 70% Damage Buff, 20% Damage Reduction. Bei eigener Kampfunfähigkeit. What? Bei eigener Kampfunfähigkeit. Alle Gegner, Attributsabzug, erlittener Schaden 40% ab für 3 Züge und Lebensenergie. Regeneration 70% down für 3 Züge. Ist aber nur für den einen Kampf. Wenn der down ist, ist er down. Das ist zwar ein guter Debuff, den der Gegner bekommt, aber wir wollen nicht, dass er stirbt. Direkt nach allein eines Angriffs bufft er seinen Spezialangriff um 10% bis zu 2-mal. Regenerationsgeschwindigkeit steigt um 10% bis zu 2-mal. Naja, die erste Fähigkeit ist jetzt nicht so berauschend. Der eine Part, der gefällt mir gar nicht. Dann direkt nach allein des Angriffs hat er hier nochmal verbleibende Lebensenergie 30% oder weniger, verbündeten Reichweite. Hat er einen Deckungswechsel? Okay, verstehe, ja. Und bei Angriff mit Schlag- oder Fernangriff, genau wie bei Broly eigentlich, zufügter Schaden 20% ab und halt um 2%. Okay, also auch mit fernen Schlagangriff, das ist völlig egal, wie bei Broly, bufft und heilt er sich, je nachdem, ob er es bekommt oder austeilt. Hier ist es halt bei Angriff mit Schlag- oder Fernangriff selbst, dass er sich selber heilt. Bei Schlagangriff oder Fernangriff hat er nochmal eine blaue Leistung um 20% füllt. Oha. Pro Runde 20% ist wirklich viel. Dann hier Schlagangriff, Verteidigung, göttliches Ki, mächtiger Feind, Zukunft 35% ab und hier rot, göttliches Ki. Kommt unserem Kaioshin vielleicht ganz gut zugute. 40 und so weiter ab. Das ist ein bisschen durchwachsen. Der eine Part gefällt mir, der andere überhaupt nicht. Deswegen hier würde ich auch sagen, er ist okay. Kann man mitnehmen. Göttliches Ki oder fusionierte Kämpfer. Warum nicht? Zukunft ist auch ein Ding. Mächtiger Feind. Viele Möglichkeiten könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Der Charakter kann man machen.
Die neue C18, ein Supporter, und sie habe ich schon auf 7 Sterne rot mittlerweile. Deswegen brauche ich hier nichts mehr dazu dichten. Wir gehen nur in den anderen Modus rein, haben hier eine sehr, sehr hohe Key-Regeneration. Ist ein Support-Unit, hat auch eher Fernangriff-Fokus, wobei es eigentlich fast egal ist, weil es sehr nah beieinander liegt. Macht enormen Schaden und hat folgende Fähigkeiten. Zugefügter Schaden 70% ab, erlittener Schaden 15% down, hat eine Key-Regenerationsgeschwindigkeit 5% ab. Und gemäß Anzahl vergangener Züge bufft sie sich selber nochmal maximal bis bei 2 Zügen. Hä? Ein Zug? Dann 2 Züge? Alles klar. Okay, nach 2 Zügen hat sie dann zugefügten Schaden 15% ab und Key-Reaktionsgeschwindigkeit nochmal 30 ab. Nicht Prozent, sondern 30. Okay. Ich habe gerade mehr Züge gedacht, aber lag ich wohl falsch. Bei Beginn von Zug 1 verbündeten Reichweite zugefügter Schaden 5% ab für eine Runde und allen Gegner Attributabzug erlittener Schaden 5% ab. Und allen Gegner Attributabzug, Generationsgeschwindigkeit 5% down für einen Zug. Und bei Beginn von Zug 2 verbündeten Reichweite nochmal 5%iger Damage Buff für eine Runde. Genau denselben Bums nochmal für die Gegner. Und bei Zugende, wenn 4 oder mehr verbündete Episode Majin Buu Saga oder Event Limitiert oder Cyborg im Team, dann verbündeten Reichweite 1%iger Heal, Häufigkeit 2-mal. Bei Zugende. Alright. Was die Sie-Fähigkeit von ihr angeht, Fernangriff, Fernverteidigung, Episode Majin Buu Saga oder Band Limitiert oder Cyborg 33% ab. Solider Support. Gefällt mir sowieso die Dame auch im PvP. Also, was soll ich anderes sagen? Gerne rein damit. In das Cyborg-Team. Oder in eins der anderen beiden. Dann beginnen wir mal mit den Side-Units. Hier an der Stelle ist es Brokkoli und ihn mal gerade hochgestuft auf 7 Sterne rot. Sieht folgendermaßen aus: geringe Key-Regeneration, er hat Extremschaden und er hat jetzt hier Kraft des Riesenaffen, wo er einen Damage-Buff von 80% bekommt, eine 15%ige Damage-Reduction, also mal eine 5% zusätzliche Damage-Reduction für einen Zug und Staatsverstärkungseffekt, zweimal immun gegen Staatseffekte. Joa, warum nicht? Bei Zugbeginn bei Saiyajin gegnerischen Team, was häufiger vorkommen kann, zugt der Schaden 10% ab für eine Runde und seine blaue Leiste füllt sich um 2%. Und bei Angriff bufft er um seinen Schlagangriff um 15% und füllt seine Leiste nochmal um 2%. Nice. Dann hier Deckungswechsel gegen Schlagangriffe und bei Beginn von Zug 1 wird die Superaktion ausgelöst, wo der nächste eigene Zug für Schlagangriff um 30% gebufft wird. Ihr wollt ihn auf jeden Fall mit Schlagangriffen spielen. Und der Gegner hat nochmal einen Debuff. Gegner Attributsabzug erlittener Schlagschaden 20%. Gegner erlittener Schlagschaden 20% ab, nicht down, ab, wird für eine Runde zugefügt und Gegner Attributsabzug Key-Reaktionsgeschwindigkeit 40% down. Das ist viel. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Je nachdem, wen er trifft, ist es wirklich sehr gut. Und da hat seine Siegfähigkeit sehr groß. Schlagangriff, Basisfernverteidigung, Episode Kinoversion Saga oder Freeze Armee oder Mächtiger Feind 35% ab und Basisschlagverteidigung von Episode Kinoversion Saga und zugleich Mächtiger Feind 18% ab. Das ist eine sehr, sehr gute Siegfähigkeit. Wollen wir auf jeden Fall nicht missen. Deswegen hier würde ich sagen, auf jeden Fall ein Kinoversion Saga Team reinschmeißen. Ist auf jeden Fall sehr gut. Er hat einen Schlagangriffsbuff. Er füllt seine Leiste, sein Blaues sehr schnell. Hat aber keinen Heal verbaut. Aber dafür haben wir Healer mit im Team. Mal sehen, ob der Kaioshin genauso solide ist. Bisher immer alles solide. Ist jetzt keins wirklich so überragend, kein Kit mit dabei. Der Kaioshin hat auf jeden Fall eine etwas höhere Key-Regenerationsgeschwindigkeit. Seine Künstlekarten machen extremen Schaden und seine Fähigkeiten lauten wie folgt: 80%ige Damage-Buff bei Kampfbeginn, 50% der nächstzugefügte Schlag- oder Fernangriffsschaden. Okay. Und erlittener Schaden 15% down. Key-Reaktionsgeschwindigkeit steigt nochmal 25%. Hatte das der Brody auch? Ich hab's direkt wieder vergessen. Bei Schlag- oder Fernangriffstreffer, Attributsabzug, erlittener Schaden 5% ab für 2 Runden. Key-Reaktionsgeschwindigkeit 10% down. Sehe ich gerne. 10% down ist immer strong. Beziehungsweise Key-Reaktion des Gegners zu senken, das macht oder sorgt dafür, dass der halt weniger schnell angreifen kann. Also ist langsamer. Bei finalen Angriffstreffern, Gegner kann ich angreifen, er stunt, alright. Schlagangriff, Deckungswechsel hat er bei 30% der Lebensenergie weniger des Verbündeten. Bei Deckungswechsel, wenn das dann durchgefügt wird, zugt wieder Schaden von Verbündeten in der Reihe vor ihm. 10% ab, alle Gegner Attributsabzug, Reaktionsgeschwindigkeit 10% down. Alle Gegner für 2 Züge. Strong. Alle Gegner Attributsabzug erlittener Schaden 20% ab, ebenfalls strong und bei Ende von Zug 2 verbündeten Reichweite halt um 2% und bufft sie um 10%. Das ist geil. Das ist ein Healer, nochmal ein zusätzlicher Healer für die Reihe vorhin. Also wenn göttliches Ki mal im Kommen ist, auf jeden Fall reinpacken. Dann seine Sie-Fähigkeit, Schlagangriff,
Verteidigung von Göttliches Ki oder Episode Majin Buu Saga 35% ab und Basisfernverteidigung von Episode Majin Buu Saga und zugleich mächtiger Feind 18% ab. Ja, Göttliches Ki oder Majin Buu Saga kann man spielen, eher Majin Buu Saga als Göttliches Ki, aber was nicht ist, kann auch werden. Gefällt mir. Gogeta, Gogeta, go, go, Gogeta. Ihn schauen wir uns auch mal an. Selbstverständlich. Der Charakter, den ich ziehen durfte von den neuen LF-Charakteren, hat eine geringe Ki-Ringation. Die Stats sind vernünftig, egal zu wem wir wechseln. Soweit sind die Stats alle gleich. Nur bei der Fusion, da steigert sich das natürlich, was die Stats angeht, außer die Ki-Regeneration. Aber mal abwarten, was im Kit steht. Extremen Schaden macht er, egal in welcher Form. Und seine Fähigkeiten, jetzt muss ich mal gerade gucken, sind genau gleich. Verstehe. Okay, legen wir los. Bei Kampfbeginn 60% ab. Der Schaden, dann Schlagschaden 25% ab, wie bei Broly. Wollt Schlagangriffe einsetzen mit ihm. Erlittener Schaden 20% down. Das ist gut. Das ist sehr gut. 20% ist viel. Bei Beginn von Zug 2 abklatschen. Zugefügter Schaden 15% ab. Ki-Reaktionsgeschwindigkeit steigt einfach mal um 50%. Bei Beginn von Zug 3 wird fusioniert. Heilt sich um 3% nur. Tatsächlich nur 3%. Dieser Effekt ist von Lebensreaktions ab und Lebensreaktionsgeschwindigkeit down nicht betroffen, okay. Zug der Schaden, also generell 3%, egal wie ihr gedebufft worden seid, 3% heilt ihr euch. Zug der Schaden 20% ab, zusätzlich nochmal, hebt Attributsabzüge auf und Staatseffekte. Staatsverstärkungseffekt zweimal immun dagegen, gegen Abzüge, dasselbe auch nochmal hier. Statusverstärkungseffekt zweimal immun, okay. Und jetzt muss noch was kommen. Bei Zug 3, Schlagangriffstreffer, Gegner, 50%ige Chance auf Schlagangriff. Das, oh mein Gott, 50%? Er hat einfach eine 50%ige Chance, dass er einfach mal einen zweiten Angriff starten kann, nachdem er einen Schlagangriff getätigt hat gegen den Gegner. Dann hier bei Zug 4, Schlagangriffstreffer, 100%ige Chance. What? Oh mein Gott. Bei Runde 3, es ist eine 50%ige Chance. Bei Runde 4, 100% habt ihr zweiten Angriff. Einfach mal for free. Heftig. Direkt vor allein eines Fernangriffs bei eigener Fusion, Gogeta, verbündet in Reichweite für den Deckungswechsel durch, okay, wenn er fusioniert ist. Und direkt nach allein eines Angriffs, Eigenlebensenergie 60% oder weniger, verbündet in Reichweite bufft um 5% für bis zu zweimal, direkt nach allein eines Angriffs erst, okay. Verbündet in Reichweite Ki-Regenerationsgeschwindigkeit 5% ab. Eigener Spezialangriffsschaden steigt um 20% bis zu zweimal und die blaue Leiste füllt sich um 10%. Er kriegt nicht so viel auf die blaue Leiste, aber er bufft die Verbündeten. Ki-Reaktion, Schaden, hat Folgeangriffe. Holy shit, ist der gut. Wenn er fusioniert ist, oh mein Gott. Basisschlagangriff, Verteidigung von fusionierte Kämpfer oder Saiyajin oder Episode Kinoversion Saga 38% ab und Basisfernverteidigung von Göttliches Ki 18% ab und maximale Basislebensenergie von Göttliches Ki 10%. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Der bufft Lebensenergie? Was? Okay, angenommen mitgenommen. Wenn nicht man ihn auf auf so viele Sterne hat. Okay, also sehr stronger Charakter. Also wenn ihr noch hohe Sterne habt, ich habe ihn leider nicht auf so vielen Sternen, bei mir ist er auf 5, würde ich ihn nicht in das Team packen, um ehrlich zu sein, aber wenn, bei 7 oder höher, rein mit ihm. Dann bleibt jetzt nur noch die Unit übrig, die ich nicht gezogen habe, Vegito. Und ich bin mal gespannt, was der drauf hat. Also Gogeta war schon heftig, aber jetzt hier Vegito hat etwas, also ja, schon höhere Ki-Regeneration und Extremschaden machen die blauen Karten. Alright. Und jetzt seine Fähigkeiten. 75%iger Damage Buff, 15%iger Damage Reduction, etwas weniger. Dafür für zwei Züge nochmal zusätzlich 5%. Denk mal, was wird separat kalkuliert. Staatsverstärkungseffekt, zweimal immun gegen Attributsabzüge und bei Beginn von Zug 2 selbst abklatschen. 15%iger Damage Buff, das ist gleich. Auch die Ki-Regenerationsgeschwindigkeit, 50% ab, ist auch gleich. Und bei Beginn von Zug 3 wird fusioniert. Heilt sich nur um 2%, nur. Gogeta war 3, er jetzt hier 2%. Dann zufügter Schaden 15% ab und Spezialangriffsschaden 30%. Und jetzt kommt's. Er bufft die. Was passiert hier? Felder um sich herum. Bei Ende von Zug 2 Superaktion wird ausgelöst. Nächster eigener zufügter Schlag oder Fernangriffsschaden 20% ab. Eliminiert Attributserhöhungen und Staatsverstärkung des Gegners. Okay. Und bei Beginn von Zug 4, wenn Anzahl der Gegner 2 oder weniger, eigene Spezialangriffsleiste 30% ab. Alle Gegner Attributsabzug, erlittene Schaden 10% ab. Für einen Zug und alle Gegner Attributsabzug, Ki-Reaktionsgeschwindigkeit 50% down.
definitiv greift ihr jeder Charakter von euch als vorher an, bevor der Gegner angreift. Definitiv. Direkt vor allein eines, ey, wir sind noch nicht durch, ne? Direkt vor allein eines Schlag- oder Fernangriffs, zugefügter Schaden 5% down für den Gegner für eine Runde, erhaltene Pullmenge, Spezialangriffsleiste 10% down für den Gegner. Auch direkt vor Deckungswechsel. Okay. Direkt nach allein eines Angriffs, Verbündete in Reichweite 10% ab, Häufigkeit zweimal, Verbündete in Reichweite, Spezialangriffsleiste 10% ab und regeneriert 1% eigene Lebensenergie. Da ist der 1% nochmal hin. Häufigkeit zweimal allerdings. Ist auch gut. Ist gut. Gogeta gefällt mir aber besser. Fähigkeiten, Schlagangriff, Basisfernverteidigung von fusionierte Kämpfer oder Saiyajin oder Majin Buu Saga 38% ab, Basisschlagverteidigung von Episode Majin Buu Saga 18% ab und Basislebensenergie von Episode Majin Buu Saga 10% ab. Also hier mit dem Kit von Vegeto finde ich im Vergleich zu dem zu Gogeta ein bisschen weniger stark, also ein bisschen schwächer. Aber dafür im PvP würde ich sagen, Vegeto hat da leicht die Oberhand, gerade mit der Rising Rush Mechanik und allgemein mit seinem Kit. Das sind schon zwei Charaktere, die sind grundsätzlich wirklich sehr strong, so auch hier in dem TOP-Modus. Leute, so seht her, das ist mein Team für diese Season. Kinoversion Saga soll es sein, wenn ich mehr Sterne hätte bei den neuen Charakteren. Das muss ich dazu sagen, ich würde die tatsächlich ins Team mitnehmen, wenn ich die höher hätte, aber ich habe sie nicht. Deswegen muss ich das Team eigentlich umstellen, aber ich würde es so eigentlich bauen. Ganz vorne die Gogeta-Unit, also Vegeta-Goku, weil die buffen die Felder hinter sich, je nachdem auch, entweder hier bis zu Gamma 2 runter oder ihr könnt ja auch einen Versatz stellen, damit das auch anders nochmal gehandelt werden kann von euch. Ansonsten würde ich immer neben Gamma 2 zwei Charaktere stellen, weil Goku die bufft, als auch Gamma 2 bzw. auch heilt und der hier von Goku trifft auch nochmal vorne Gogeta. Das ist jetzt mein Team. Ich habe Birdku Gamma 2 aus dem B-Tier mitgenommen, zusätzlich aber auch auf der Bank hier den einen Broly, der schon was älter ist, der grüne Broly, der ältere, der ist auch im B-Tier und der hat ganz schnell mal seine blaue Leiste voll. Hier bei Beginn von Zug 1 wird seine Superaktion ausgelöst, seine blaue Leiste steigt um 30% und dann nochmal hier bei allein des Angriffs, ob Schlag oder Fernangriff, ist egal, bufft er sich nochmal und er kriegt nochmal 5% on seine Leiste on top. Das ist etwas, was wir auch gerne mal mitnehmen wollen. Zudem hat er eine sehr, sehr hohe Fähigkeit mit 35% Schlagangriffverteidigung und so weiter. Das Team an sich ist sehr schlagangrifflastig. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit euren Equips aussieht, aber ich habe, wenn ich jetzt mal für mich spreche, nicht so viele schlagangrifforientierte Equips. Da müsst ihr noch welche generieren, um die dann halt hier zu vergeben. Besser ist es vielleicht, einen Mix auch zu gehen. Anstelle des Brolys könnt ihr natürlich auch aus dem Z bis A-Tier hier diesen Cooler mitnehmen als Fernangriffer, Greifer. Hier der Bojack zum Beispiel, ist völlig wurscht, was der einsetzt. Der hat auf jeden Fall Schlag- und Fernangriff auf demselben Niveau. Das ist dann sehr, sehr ausgeglichen. Und ihr könnt hier noch andere Charaktere halt mitnehmen, die auch nochmal Fernangriff orientiert sind. Da sind einige mit dabei, die könnt ihr euch gerne hier einmal raussuchen. Das ist das Z bis A-Tier, sehr, sehr, ja, sehr, sehr vernünftig aufgestellt, muss ich sagen. Hier zum Beispiel Tals ist auch ein Fernangriffer. Deswegen hier, schaut mal, wie ihr es gerne haben möchtet. Ansonsten, die habe ich ja eben vorgelesen, die neuen Charaktere. Die Unit Gamma 2 als auch Birdku sind Heiler und Buffer. Und hier Goku ist jetzt hier an der Stelle, oder Kogu, wie er auf Deutsch jetzt heißt, oh, Verzeihung, ist halt auch einer, der schnell auf eine blaue Karte kommt und auch hier mit seiner Transformation und so weiter sehr, sehr viel einstecken kann und auch austeilt. Sehr gutes Team. Orientiert euch mal daran. Kinoversion Saga würde ich jetzt mal erstmal auf die 1 setzen. Oder hockt da vielleicht jemand anderes? Laut der aktuellen Gesamtrangliste ist nämlich auf dem ersten Platz und auf vielen anderen Plätzen darunter das Universumsrepräsentantenteam. Und das Repräsentantenteam ist generell immer eine gute Wahl. Sind wir ehrlich. Man kann darunter auch die Mädels zählen. Das Mädels-Team ist auf derselben Ebene quasi, weil viele Charaktere aus diesem Universum-Repräsentantenteam auch aus der Kategorie Mädels halt stammen. Wie ihr sehen könnt, also fast nur Mädels. Ich könnte nur Mädels mitnehmen und dennoch ein gutes Team generieren. Gerade hier aus Universum 2. Rosie, Kakunza, Rebrian, bin ich jetzt kein Fan von, aber allein die anderen beiden, die haben gute Debuffs auch für die Gegner und synergieren sehr gut miteinander, auch was ihre Siegfähigkeit angeht. Ansonsten haben wir auch noch sehr viele andere Charaktere, wie Kefla
oder als zum Beispiel auch Kaba mit dabei, die wir mitnehmen können. Oder auch jetzt hier die Charaktere Vados zum Beispiel. Da gibt es ja auch zwei Stück. Eine Sparking und eine Extremvariante, die wir hier mitnehmen können. Kale zum Beispiel auch ein Charakter, der häufig zu sehen ist, als auch wie ich jetzt es habe, Bergamo und Champa. Extreme Units, man muss die auf hohe Sterne haben, ansonsten funktioniert es nicht. Die bekommen sonst zu stark aufs Maul und sind sehr schnell down. Deswegen zwei Sterne rot oder höher, meine Empfehlung an der Stelle raus, sollten sie schon sein. Und auf der Bank habe ich jetzt hier nochmal Topo als auch Dispo. Würde ich jetzt nutzen, um zum Beispiel unsere Supporter mal rauszuholen. Ich habe nämlich zwei dabei, Kale definitiv und C18. Wenn ihr die nicht habt, nicht schlimm, nimmt einen weiteren Damage-Dealer mit. Aber ich kann ihn gerne auch mal hier austauschen und mal gucken, dass ich nur auf Damage gehe, weil Topo bufft die Felder vor sich, was den Crit zum Beispiel angeht. Und den Damage um 10% für einen Zug bei Beginn oder bei Zugende. Und das ist etwas, was wir gerne haben wollen. Der bufft, glaube ich, doppelt 15% und 10% und dann nochmal den Crit. Und lieber schön den Damage rausknallen, zur Not die Heiler mal reinziehen und dann sind alle gut soweit. Ihr könnt aber auch gerne auch ins B-Tier reingehen, so ist es nicht. Ihr könnt hier auf jeden Fall auch welche mitnehmen. Zum Beispiel Bergamo macht einen Angriff des Gegners inaktiv. Ihr könnt Kevlar mitnehmen, Senkai-Charakter. Oder auch die anderen Charaktere, die hier zu sehen sind, sind auch nicht so verkehrt. Deswegen gerne mal hier reinsteppen oder halt auch in das C-Tier, in die C-Stufe. Nehmt dort Ultra-Charaktere mit oder auch den Freezer. Zweimal blaue garantiert pro Match. Runde 1 und Runde 4. Strong. Sehr viele Charaktere, sehr gutes Team. Verdient, kann man sagen, immer hoch platziert. Lange habe ich es nicht mehr gehabt. Das Saiyajin-Team, auch eine sehr interessante Wahl, darf man nicht unterschätzen. Allerdings finde ich es sehr, sehr random zusammengestellt. Habe ich bisher nie so gespielt, die Konstellation. Aber wir haben viele Charaktere dabei, die wir so mitnehmen können. Und die wir auch natürlich jetzt hier auswechseln können an der Stelle, wenn euch diese Konstellation meinerseits nicht zusagt oder für euch funktioniert, weil die Charaktere zum Beispiel auch nicht habt oder nicht auf hohe Sterne. Hier haben wir einige, die wir mitnehmen könnten. Müsst ihr mal schauen, was sagt euch zu und so weiter und so fort. Es gibt einiges zur Auswahl. Ihr könnt zum Beispiel hier Folgendes machen. Wenn ihr zum Beispiel hier die gelbe Unit nicht habt, Gogeta, hohe Sterne auch nicht oder überhaupt nicht den Charakter, dann wechselt ihr ihn vielleicht auch gegen diesen Number One Vegeta aus. Er ist ein Healer, der bufft oder er heilt das gesamte Board. Von daher ist es eigentlich völlig wurscht, wo er platziert wird. Ganz im Gegensatz zu dem Goku hier unten, dieser Saiyajin, der Freezer-Saga-Goku, der ist jetzt hier an sich eher etwas, wenn wir jetzt nochmal gerade gucken, verdammt nochmal, wo ist es denn hier, seine Siegfähigkeit ist nur Episode Freezer-Saga, ist also nicht so optimal, aber er hat zumindest hier neben seinen Buffs für eine Runde für sich selber und erlittenen Damage und so weiter einen Heal und einen Damage-Buff für die Verbündeten neben sich. Bei Beginn von Zug 2 5% Heilung und Zug der Schaden 15% ab, ohne Begrenzung quasi, kann aber eliminiert werden vom Gegner. Dennoch hier sehr gute und eine sehr interessante Option. Daneben habe ich hier den rotkleidenden Saiyajin, also Shellets Bruder, gesetzt, der auch Free-to-Play zu bekommen ist. Und den könnt ihr natürlich auch mit ins Team packen. Er hat ein ganz solides Kit, warum nicht? Dann darüber in der mittleren Reihe haben wir ein Team Bardock-Reihen. Muster, eine Reihe an sich mit Team Bardock-Mitgliedern. Dort haben wir einmal Bardock selber, wir haben Fascha und wir haben Thor. Und hier ist vielleicht Bardock nicht unbedingt die beste Wahl, aber vielleicht habt ihr noch einen anderen Team Bardock-Charakter, den ihr mitnehmen wollt. Oder ihr schmeißt den einfach raus und kickt oder ersetzt ihn mit irgendwem anderes. Zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, irgendeinem anderen Charakter, den ihr jetzt hier in diesem Tier hier gerne mitnehmen wollt, der euch wirklich gut zusagt, wie zum Beispiel jetzt hier der grüne Charakter, der Broccoli, wo er mit seiner Sehfähigkeit nicht ganz hinhaut. Wir können jetzt auch ganz normal, weil uns der vielleicht noch fehlt, weiterer roter Charakter, einmal Tals mitnehmen, der auch die Charaktere nochmal bufft, die Saiyajins. Und dann sorgt ihr dafür, dass hier die zwei Bardock-Teammitglieder, Thor und Fascha, zusammenhocken. Weil Thor neben sich die Felder einmal bufft und auch mit Lebensenergie-Regeneration versorgt und hier Fascha halt auch die Felder neben sich, wenn es Team Bardock-Mitglieder sind. Deswegen orientiert euch daran, dass ihr die zwei immer nebeneinander stehen haben wollt. Ansonsten ist es völlig egal, wen ihr sonst noch mitnehmt. Auf der Bank habe ich jetzt mal Bardock mitgenommen aus dem Super-Movie und bedenkt, das ist kein Team Bardock-Mitglied. Seine Kategorie fällt nur unter Saiyajin. Deswegen hier dran denken, der zählt nicht. Und ich habe Birdco mitgenommen als weiteren Healer, den ich auch nochmal reinpacken kann, wenn es mal vielleicht gegen Grüne oder für die grünen Charaktere zu knifflig wird oder ich bei einem weiteren Healer
ergänzend noch dazu brauche, obwohl wir schon 1, 2, 3 Stück haben, kann es ja vielleicht nicht schaden. Es gibt viele Charaktere, Saiyajin die Kategorie, nicht außer Acht lassen. Also, das hier ist wirklich interessant. Dieses Team hat wirklich einen sehr guten Buffer bekommen. C18 ganz oben platziert, 7 Sterne rot. Ist wirklich sehr, sehr nice. Und das Team, wie es jetzt hier aufgestellt ist, ist noch nicht so ganz optimal eingestellt. Je nachdem würde ich es vielleicht erstmal so machen. Es ist wirklich sehr, sehr strong. Ich muss schon sagen, ihr habt wirklich eine gute Auswahl. Ich musste einmal ins B-Tier reingehen und habe mir dort aus diesem Tier Gamma 2 genommen, wie ihr sehen könnt. Ansonsten haben alle Charaktere aus dem Z bis A-Tier hier Platz gefunden und beginnt halt oben mit der Free-to-Play C18. Wirklich sehr, sehr guter Supporter, halt die Felder unter sich und darüber hinaus, ihr seht jetzt hier die Felder, die gemeint sind, heißt auch hier unten, die rote C18 wird auch nochmal geheilt und die rote C18, wenn wir gerade von der sprechen, die halt natürlich die Felder schräg vor sich und ihres eigenen natürlich auch bei Zugende 3%, das sind viel, also für den Mondus ist es viel und auch nochmal hier debufft sie die Verbündeten, die Gegner natürlich nicht Verbündeten, die Gegner, wir haben C16 als Deckungswechsler für unsere rote C18, hätten aber auch nochmal hier oben den roten Super C 13 als Deckungswechsler, den habe ich aber jetzt mal neben die C18 die gelbe platziert. Lustigerweise fast genau dasselbe, kann man gar nicht sehen, das fast genau selbe Artwork hier, die zwei C18er, die Supporter. Dann haben wir nochmal Gamma 2 als Healer und Buffer für die Felder neben sich und das Feld vor sich. Und wir haben den lilanen C17 mit dabei. Senkai Buffer pro Cyborg-Charakter bekommt dann nochmal hier 5%igen Damage-Buff für eine Runde und Ki-Reaktionsgeschwindigkeit steigt ebenfalls nochmal. Und das Coole ist bei der Barriere, sie macht einen Angriff inaktiv des Gegners und direkt danach hat er nochmal einen zufügten Damage-Buff von, oder hat er zufügten Schaden 30% ab und seine Füllleiste, blaue Leiste, füllt sich um 25%. Und beim Ende von Zug 1 hat er auch nochmal 25%igen Damage-Reduction. Also auch hier, es ist zwar nur für einen Zug nutzbar, aber es wird wieder ergänzt. Auch hier generell 30%iger Damage-Buff. Bei Spezialangriffstreffer Blutung als auch erlittener Schlagschaden 20% ab. Er ist auch hier an der Stelle ein Schlagangriffer, Greifer. Er greift mit Schlagangriffen an. Ist aber vom Verteidigungstyp und ergänzt das Team nochmal um einen lilanen Unit, die auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Auf der Bank Supporter C18 nochmal, wer hätte es gedacht. Und nochmal Zell, die erste Form. Why not? Weil er ist alleinstehend für sich auch ein sehr guter Charakter. Ihr könnt aber auch andere Charaktere mitnehmen. Wir haben einige Free-to-Play-Charaktere mit dabei, wie zum Beispiel auch der blaue C13 hier oder auch hier der rote oder auch wieder mehrere C18-Charaktere und. Da sind so viele Möglichkeiten. Ich würde sagen, Cybox. Ich glaube, ich gebe Cybox wieder diese Season einen Versuch. Und das waren meine Teams für die 81. Season des Turniers StarCraft. Da gibt es natürlich so viele andere Teams, die auch funktionieren. Aber ich muss sagen, die Teams, die ich mir jetzt nochmal angeschaut habe, wie zum Beispiel fusionierte Kämpfer oder halt auch göttliches Ki. Das sind ja die Charaktere oder die Kategorien sind ja diese, wozu die neuen Charaktere zählen. Die haben mich nicht abgeholt. Da sind zwar einige mehr Charaktere dabei oder dazugekommen, aber dennoch gefallen die mir nicht noch so aktuell nicht so, dass ich die wirklich spielen würde. Dennoch könnt ihr gerne mal versuchen, wenn ihr wollt. Aber dennoch, ich würde eher euch zu diesen Teams hier empfehlen. Erneuerung wäre vielleicht noch eine Ergänzung oder auch die Mädels, die ich nicht gezeigt habe, dass ihr damit natürlich auch antreten könntet. Gar kein Problem. Sorgt einfach nur dafür, dass ihr sicher unterwegs seid, bis zum Ende kommt, 1000 CC mitnimmt und dann für den nächsten Ultra-Charakter genügend CC vorratig habt, damit ihr auch für diesen summen könnt und ihn hoffentlich auch zieht. Oder ihr geht weiter in die aktuellen Banner rein, was ich noch nicht oder was ich nicht empfehlen werde, würde, weil die sind bis Juli online. Deswegen lasst euch Zeit, haltet die Hände still und wartet ab, was jetzt noch kommen wird. Die CC braucht ihr auf jeden Fall. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Guide haltet. Ist er hilfreich, ist er nicht hilfreich? Lasst es mich gerne wissen. Wenn es ja der Fall ist, dass er hilfreich ist, gerne einen Daumen hoch da lassen. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.